Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko, ich bin der Host des SEOpresso Podcast, bin Head of Product bei Ladenzeile, einer der 10 größten E-Commerce Domains in Deutschland und spreche heute mit Saskia Grote. Saskia ist Head of Global SEO bei Meltwater und Lea Mante, Director Marketing EMEA bei Meltwater. Und wir sprechen heute über das Thema, ist SEO eigentlich trendy? Nein, it's evergreen. SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics, eine Content- und SEO-Plattform, die auch heute hier auf der Halle einen Stand hat, und zwar in der Halle A4, Stand B10. Schaut gerne mal vorbei. Und vergesst nicht, den SEOpresso Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Hi, freue mich mega, dass ihr da seid. Für mich auch das erste Mal live im Podcast, jetzt gleich auf der OMR. Geile Stimmung, richtig viele Leute. SEO an sich hat ja sehr, sehr lange Zeit so eine Art Schattendasein geführt. Ne? Man kennt ja dieses Bild von dem SEO, der irgendwie unten im Keller saß, ganz für sich alleine und seine Strategien so umgesetzt hat, eigentlich sehr, sehr isoliert. Heute hat natürlich SEO eine ganz andere Bedeutung für Unternehmen, Lea. Welche Bedeutung hat denn SEO für Unternehmen? Ja, ich glaube, für uns ist SEO und auch für viele andere Unternehmen eigentlich der einzige Kanal, mit dem man wirklich langfristig und nachhaltig eine Legacy aufbauen kann. Letztendlich, wir sehen die ganzen Paid-Kanäle, wir sehen die ganzen Kanäle, mit denen man sehr kurzfristige Pushes in den Markt geben kann. Aber eigentlich würde ich sagen, das, wo man in der Suchmaschine für sichtbar ist, ist das, wofür man steht am Ende. Ja, und es hat natürlich auch eine viel stärkere Tragweite, ne? SEO und Unternehmen, weil wir kommen da nachher noch ein bisschen drauf zu. Ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist nicht eine isolierte Disziplin, sondern eigentlich eine Querschnittsdisziplin, die wirklich intensiv in die Struktur eines Unternehmens auch eingebaut werden muss und halt auf alle Kanäle ausgeweitet werden muss. Saskia, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, SEO ist ja nicht einmal Keyword Research oder SEO ist nicht einmal ein Webseiten-Relaunch oder SEO ist nicht einmal PageSpeed optimieren, sondern SEO ist heute eine Querschnittsdisziplin. Warum reden Medien denn oft noch von Trends? Ja, also für mich bedeutet das eigentlich mehr, dass Medien versuchen, ein bisschen zu drücken in die Richtung, dass man sich Sorgen auch macht in dem Sinne. Also es gibt wieder einen neuen Trend und nein, ich muss mich jetzt darauf vorbereiten, ich muss sofort mitziehen. Und das ist so eine Art Panikmache, würde ich fast sagen. Ich finde, im SEO-Bereich gibt es mehr News als Trends. Und das soll manchmal auch so ein bisschen diese FOMO, also Fear of Missing Out, implizieren bei den Menschen, damit man sich eben da starke Sorgen macht. Wie gesagt, ich würde aber Trends eher von News unterscheiden. Und ja, das ist mein Gefühl, warum das gemacht wird. Ja, und ich finde halt auch super wichtig, dass man, klar gibt es immer Themen, die aktuell sind im SEO, aber ich finde, man muss halt immer auch seine Nische und seine Industrie betrachten, ob dieser Trend denn auch wirklich was für einen ist. Also nehmen wir mal das Thema Voice Search, was ja schon seit mehreren Jahren auch durchs SEO-Dorf getrieben wird. Voice Search ist nicht für jeden etwas. Man muss vielleicht auch sich selber erstmal reflektieren und so gucken, mache ich die Basics denn schon gut genug? Habe ich denn überhaupt Content genug und guten Content, der auch ausgespielt werden kann über Voice-Assistenten? Und habe ich dann technologisch, bin ich da so fit, dass ich dem auch adaptieren kann? Und ist eine Zielgruppe da? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Macht dich das denn nervös, wenn es dann wieder einen neuen Trend gibt und du denkst, so, oh, jetzt muss ich als SEO mich da wieder reinfuchsen, jetzt haben wir jetzt gerade Core Web Vitals, da muss ich mich wieder reinfuchsen, darf ich nicht verpassen, die anderen machen das besser. Macht dich das nervös oder wie gehst du dann damit um? Nein, normalerweise macht mich das nicht nervös. Ich würde sagen, das liegt in erster Linie daran, dass ich weiß, dass unsere Basis stimmt. Das heißt, wir arbeiten an sehr qualitativ hochwertigem Content. Wir haben eine super Frequenz, was das Posten auch anbelangt von neuem Content. Updates natürlich auch von bestehenden Beiträgen. Und solange diese Basis gegeben ist und man eben qualitativ hochwertigen Content schreibt, kann man sich da eigentlich entspannen. Ja. Weil, sorry, in erster Linie geht es ja auch darum, dass Google versucht ja, den Algorithmus zu verbessern, um die User Experience zu verbessern. Und wenn man immer sich diesen Fakt vor Augen hält, dann kann man sich zurücklehnen. Ja. Würdest du denn sagen, dass man eigentlich stärker sich fokussieren sollte auf technische Belange oder ist es eigentlich stärker der Content-Bereich? Nun ja, also was das Technische anbelangt, sollte man sich Mühe geben, dass man immer up-to-date ist. Das ist nun mal ein wichtiger Ranking-Faktor. Aber was das Ganze, was die Frequenz anbelangt, das Kontinuierliche, da ist es auf jeden Fall wichtig,
sich auf den Content auch zu fokussieren. Also es sind zwei verschiedene Disziplinen, würde ich sagen. Und beide sind wichtig. Das eine eben kontinuierlicher als das andere. Ja, Lea, wir haben es ja vorhin gesagt, SEO ist ja, wie gesagt, nicht mehr eine isolierte Form des Marketings, sondern eigentlich eher eine Querschnittsdisziplin, die in alle Bereiche im Unternehmen, in alle Kanäle irgendwie mit einzahlt. Es hat Impact auf UX-Design, es hat Impact auf Content-Gestaltung, Impact auf die Art und Weise, wie man Webseiten baut. Wie müsste denn deiner Meinung nach modernes SEO heute in Unternehmen integriert sein? Ich denke, da gibt es einmal zwei Antworten drauf. Ich glaube, einen Blick müssen wir darauf machen, wer sollte involviert sein und wer sollte auch im ersten Schritt informiert sein und Input geben können. Und da denke ich, wie du gesagt hast, da muss ein Produkt mit drin sein. Das muss ganz nah an der Produktroadmap sein. Da muss letztendlich eine strategische Führung vom Unternehmen mit drin sein, bis hin dann natürlich zum Marketingteam. Und ich glaube, dann kann man letztendlich daraus auch Gespräche schöpfen, die so viel wertvoller sind, die haben so viel geben, was auch die Marktausrichtung angeht, was da eine eigene Positionierung angeht. Und so ein bisschen, bei uns hat es ein bisschen gelauert auch, muss ich sagen, so zum Vergleich. Vor 3 Jahren habe ich noch so Gespräche geführt, vor allem mit dem Vertrieb, mit den Vertriebsleitern, die dahin gingen, wenn ihr keine Kampagnen mehr macht, wenn ihr im Urlaub seid, wie kommt dann Traffic auf die Website? Wir verstehen das nicht. Währenddessen wir heute darüber sprechen, hey, wir wollen uns in einen neuen Markt ausrichten, wir wollen eine neue Persona eröffnen, wir wollen eine neue Geografie eröffnen. Könnt ihr uns einmal kurz einen Forecast geben, könnt ihr uns kurz ein Wettbewerbsmonitoring geben, um zu sehen, ob sich das lohnt und ob der Demand da ist. Und ich glaube, wenn man an diesem Punkt ist, dass man auf dem Level diskutieren kann, dann macht es auch richtig Spaß. Ja, und ich glaube, es ist auch eigentlich ein Fehler, wie gesagt, es gibt ja in sehr vielen Unternehmen, hat man SEO entweder ist im Marketing oder SEO ist irgendwo in der Technik mit verankert. Wenn du im Marketing verankert bist, dann ist halt dein Nagel eigentlich immer Traffic, ne? Und du wirst immer sehr auf Traffic runtergespielt und musst Traffic generieren und musst Leads generieren und so weiter. Wenn du aber im Produkt zum Beispiel arbeitest, und das haben wir bei Ladenzahle jetzt so gemacht, dass SEO Teil des Produkts ist und ich sozusagen als leitender SEO dann auch die Verantwortung mit in dem Produkt übernehmen durfte. Und das hat einen viel, viel größeren Impact ja auf alles, was du am Produkt machst, weil du bist dann verantwortlich dafür, wie ist die Webseitenarchitektur, wie muss man Landingpages erstellen, wo kommt Content hin, wie soll Content aufgebaut werden, wie werden Bilder und so weiter und so fort. Und auch diese ganzen technologischen Dinge, die dahinter stehen, mit vielleicht einem neuen Frontend, React umzustellen, oder Voice Search wieder ein Thema, wo man auch technologisch sich so vorbereitet. Und ich glaube, als SEO hat man halt wirklich dieses Glück, dass du einen sehr großen Überblick hast über alles, was im Unternehmen halt wichtig ist. Und ich glaube, dass es ein Trend sein wird, dabei mal zu spielen, dass SEO mehr und mehr ins Produkt geht. Ich sehe das heute schon bei LinkedIn, Otto, Zalando, wir bei Ladenzeile und viele andere schieben SEO schon so ins Produkt und SEOs werden eigentlich mehr Produktmanager-SEO, die am Ende des Tages ein Produkt managen, Konzepte erstellen für bestimmte Probleme, die der User hat und daraus dann neue Maßnahmen sozusagen ableitet. Saskia, alle paar Monate dreht die SEO-Welt durch, weil Google wieder ein Update an seinem Algorithmus gemacht hat. Und viele Menschen haben Angst oder viele SEOs haben Angst, dass irgendwas passiert. Wie kann man denn eigentlich in einem Modus kommen, wo man eigentlich keine Angst davor haben sollte, sondern sich freuen sollte auf ein Update, weil die ganzen Maßnahmen, die man zwischen den Updates gemacht hat, halt dann erst fruchten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, dass man sich immer darauf freuen kann auf ein Google-Update. Ich persönlich freue mich eigentlich drauf, jedes Mal. Und es liegt daran, dass wir einfach kontinuierlich On-Page-Fixes machen, dass wir immer regelmäßigen Content posten und updaten. Die Basis stimmt einfach bei uns und irgendwann trägt sich das von alleine. Was das jetzt mit Google-Updates zu tun hat, ist, dass die Idee von Google im Prinzip ist ja, den Usern immer besseren Content zur Verfügung zu stellen. Das heißt, finde ich auch das, was ich suche? Und wenn ja, dann ist es positiv. Und irgendwo sehe ich das für mich als SEO auch immer als Positives an, diese Updates, weil eben auch so Scammer-Seiten, die versuchen, sich irgendwo reinzudrücken, die aber gar nicht so qualitativ hochwertig sind, damit abgestraft werden. Das heißt, im Endeffekt profitiere ich dann von diesem Update sogar. Ja. Und wie gehst du denn als Head of SEO, also im Unternehmen selber, bei euch beim Meltwater damit um? Du musst ja auch die Leute schulen, du musst ja darauf aufmerksam machen, dass es diese Updates gibt und bestimmte Ranking-Faktoren gibt und Dinge, die man einfach berücksichtigen muss. Und wie gesagt, du musst ja das Unternehmen dazu befähigen, für dich SEO mitzumachen und zu denken. Wie bringst du das denn ins Unternehmen ein? Also wir haben bei Meltwater eine ganz tolle Teamstruktur. Auch wenn das Team sehr groß ist, arbeiten wir sehr eng zusammen.
Das heißt, dass wir auch marktübergreifend mit Amerika, in APAC auch und ganz EMEA gemeinsam am Content arbeiten. Das heißt, wir haben ein globales Content-Team, wir haben regelmäßige Calls, wir updaten uns darüber und ich stelle sicher, dass die Sachen, die veröffentlicht werden, auch SEO-optimiert sind und unterstütze das Team auch in Workshops und so, damit die das auch selber immer besser können. Und so hat das Thema eine große Sichtbarkeit bei uns, auch durch die ganzen Reportings, die wir immer machen. Die Leute wissen, Organic ist ein riesengroßer Channel für uns und es freuen sich auch immer alle, dann ihre Erfolge zu feiern und da mitzuhelfen. Ja, was ich so gelernt habe in so meinen letzten Positionen, ist eigentlich, dass man sehr, sehr oft mit Daten Feedback geben sollte. Ne? Also nehmen wir mal zum Beispiel einen Entwickler. Wenn man als SEO relativ viele Tickets ja erstellt, um Verbesserungen zu bekommen, man muss sich irgendwie anstellen, dann in das Backlog zu kommen. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn man den Entwicklern auch zurückspielt, hey, die Änderung, die er gerade gemacht hat, hat jetzt den Impact auf Traffic gehabt, auf Umsatz gehabt, auf die relevanten KPIs, wenn man das zurückspielt, sind sie viel, viel happier damit, weil sie sonst eigentlich fast nie den Impact mitbekommen. Ne? Und dann kann man auch mal runtergehen und mal schnell um Fix fragen oder so, um mal schnell fragen, ob sie das und dies noch machen können, weil sie halt wissen, was für einen Impact das Ganze haben kann. So. Ja, genau. Lea, Daten sind für SEO natürlich sehr, sehr wichtig. Also wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf Daten, Suchvolumendaten für Keywords, Sichtbarkeitsdaten, Saisonalitätsdaten, Intentdaten und so weiter und so fort, technische Crawldaten zum Beispiel. Die behalten wir aber sehr stark bei uns. Ich bin aber der Meinung, dass man mit SEO-Daten sehr, sehr viel besser auch Unternehmensprozesse steuern kann. Warenhausmanagement, wenn man weiß, dass bestimmte Produkte nicht mehr im Trend sind. Oder dass man mit Saisonalität zum Beispiel Homepage-Kampagnen aussteuern kann. Dass man mit Saisonalität auch Newsletter-Kampagnen aussteuern kann, wann man welche Dinge wohin schickt. Mit Intent-Daten auch herausfinden kann, ob es eher einen transaktionellen Anspruch hat und dementsprechend eine Conversion-optimierte Landingpage baut oder aber ein informationsgetriebener, sprich ein bisschen mehr Content hat. Wie kann man deiner Meinung nach diese Daten mehr nutzbar machen fürs Unternehmen oder wie macht ihr es bei Meltwater? Ja, ich glaube, wo du total recht hast, ist, dass wir unsere Daten gerne für uns behalten. Ich glaube aber auch, dass wir das oft machen, weil wir sie einfach nicht erklären möchten oder weil wir auch nicht das richtige Wording haben, sie zu erklären. Und womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist wirklich zu schauen, was sind die Unternehmensziele, wo wollen wir hin? Und dann ist unsere Strategie letztendlich einmal auf verschiedene Personas, auf verschiedene Verticals fokussiert und dann aber auch entlang der kompletten Customer Journey. Also wir haben wirklich Programme, die auf Neukunden abzielen, wir wollen aber auch unsere Kunden happy halten und dann letztendlich ne, den Impact darauf zu reporten, was haben wir vielleicht hier geschafft, auch an Kundenfragen abzufangen, wen konnten wir ins Helpcenter schicken, wer hat nochmal in Academy was gemacht und natürlich auch, wer hat nochmal eine Demo-Anfrage gestellt. Wenn man das steuern und soweit reporten kann, dann ist es mir eigentlich noch nie untergekommen, dass jemand nicht interessiert. Und so wie wir das gemacht haben, ist, wir haben uns mit den Leuten zusammengesetzt und sie gefragt, was sie verstehen, was sie brauchen, was sie auch möchten letztendlich und haben relativ detailliert für alle verschiedenen Stakeholder Dashboards erstellt, die einmal die Woche in Slack geschickt werden. Jeder bekommt da sein Dashboard, bekommt eine kurze Erklärung dazu, was passiert ist, was das für einen Impact hat und das ist eigentlich was, über das relativ viel gesprochen wird tatsächlich. Also ihr arbeitet sehr stark mit Dashboardings, die... Man kennt das ja, man hat dann irgendwie so viele Dashboards und man guckt da irgendwie gar nicht rein, weil es viel zu viel ist und es gibt ja auch diese Meinung, dass halt zu viele Daten auch nicht hilfreich sind, sondern man muss halt die richtigen Daten haben, ne, und die richtigen Insights herausziehen. Und das aufzubereiten, automatisiert dann auch noch, ist dann relativ schwierig. Ja, genau, aber ich denke, wie gesagt, mit einem starken Tool, mit einem starken Dashboard im Hintergrund und dann auch der Frage, was wollt ihr sehen? Ne? Weil nicht für jeden ist alles relevant. Nicht jeder möchte sich einen kompletten, eine komplette Crawl-Auswertung angucken, wenn man jetzt an C-Level denkt zum Beispiel. Was sie aber schon interessiert, ist, wenn man sagen kann, hier ist ein Vergleich von unseren 8 Kernmärkten, hier ist ein Monatsüberblick, hier ist, was da passiert. Das sind die Themen. Ne? Bei uns letztendlich, wir kommen aus der PR, haben dann irgendwann Influencer-Marketing gemacht, Social-Media-Marketing. Und dann auch zu sagen, das sind die Themen, die gerade gut funktionieren. Das sind die Themen, die von Kunden nachgefragt werden. Das sind die Themen, die von Prospects nachgefragt werden. Und hier sehen wir eher ein Interesse und hier sehen wir eher einen transaktionalen Intent drin. Das ist natürlich was, was für die hochspannend ist. Ja. Saskia, im SEO ist ja Geschwindigkeit sehr wichtig. Also nicht im Sinne von PageSpeed, sondern dass man Dinge halt relativ schnell auf die Plattform bringt oder Änderungen relativ schnell macht, weil ja der Impact, den du hinten raus siehst, nämlich durch Google pickt das ab, vielleicht musst du warten, bis ein Update kommt und so weiter, auch sehr, sehr lange ist. Was sind deine Gedanken zur Geschwindigkeit von SEO-Maßnahmen innerhalb eines Unternehmens?
Ja, ich finde, da ist es immer wieder wichtig zu sagen und auch weiter nach oben im Unternehmen das zu bringen, sozusagen. Die Idee, SEO ist was Langfristiges, SEO ist strategisch und SEO ist kein Quickfix. Und wenn es dann heißt, ja, wir wollen für ein bestimmtes Keyword ranken oder wir haben nächste Woche eine Kampagne, mach doch mal einen Blog dazu jetzt und dann soll der sofort ranken. Das funktioniert nicht. Und das muss man sich vor Augen halten, das muss man nach oben kommunizieren. Es ist was Langfristiges, aber dafür ist es auch skalierbar und eben nachhaltig. Ja, ich finde, das Problem ist halt auch, dass man beim SEO sozusagen immer auf so Projekte geht. Das haben wir am Anfang auch besprochen, dass man sagt, hey, die nächsten drei Quartale kümmern wir uns mal um PageSpeed. Danach die nächsten drei Quartale kümmern wir uns mal darum, dass unsere Kategorieseiten mit Betextung bekommen und so weiter. Ich glaube aber, dass es falsch ist, weil man das eigentlich in so einem kontinuierlichen Rhythmus reinkommen muss, wo man halt kontinuierlich updatet. Genauso wie ja, es ist genauso mit Relaunches zum Beispiel, ne, dass man einen Relaunch als ein Projekt sieht und alle drehen total durch und arbeiten darauf hin, sondern eigentlich muss man ja eine Plattform kontinuierlich einfach weiterentwickeln und kontinuierlich weiter verbessern. Und dann kommt man, glaube ich, auch in eine Schnelligkeit rein, die halt wichtig sind. Du möchtest was sagen? Ja, genau, der Relaunch ist mir nur eingefallen, weil auch gerade, ne, man denkt, dann ist man fertig und dann war es das. Und was, glaube ich, mein Lieblingsprojekt war bisher, der letzte Relaunch, den wir gemacht haben vor 2,5 Jahren, da haben wir letztendlich alles einmal auf Null gesetzt und haben dann uns überlegt, wie können wir das so machen, dass letztendlich jeder im Team auf die SEO-Ziele zuarbeiten kann und haben dann eigentlich 2 Sachen gemacht. Wir haben die Strategie so angepasst, dass sie komplett mit unserem neuen CMS, was wir komplett haben entwickeln lassen, zusammenpasst, was aber auch mit unserer Automatisierung zusammenpasst und das relativ intuitiv und fast idiotensicher ist. Und es ist schon, glaube ich, schwer, Dinge nicht SEO zu optimieren, die SEO optimiert sein sollen, wenn man welchen System hat und einen Prozess, der dazu passt. Und damit, wie gesagt, wird letztendlich kontinuierlich Woche um Woche, Monat um Monat auf Ziele zugearbeitet. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass jeden, den man da drin haben möchte, jeder involviert sein muss, das auch in seinen persönlichen, in seinen Quartalszielen mit drinstehen hat und entsprechend incentiviert wird. Ja, lass uns mal zum Schluss noch ein bisschen auf die Zukunft gucken, Saskia. SEO ist ja ein Thema, was sich ständig verändert. Wir sprechen ja davon, dass ständig neue Trends da sind und ständig neue Dinge, die man berücksichtigen muss. Wenn wir jetzt aber mal in die nächsten 5 Jahre gucken, auch mit der Veränderung, die Google so macht, was glaubst du, wird da noch auf uns zukommen? Ich glaube, dass das Thema User Experience, UX und SEO immer weiter verschmelzen werden, weil das größte Ziel von Google ist eben, den relevantesten Content zur Verfügung zu stellen, der aber auch gleichzeitig accessible ist. Das heißt, da geht auf einmal das Technische der Seite, wie ist die Seite aufgebaut, wie ist sie benutzbar im Endeffekt, mit dem Content zusammen, der dann SEO optimiert ist. Das heißt, ich glaube, dass das ein großer Trend sein wird, dass diese beiden Disziplinen verschmelzen. Mhm. Ja, und das ist dann wieder auch ein Teil des Produkts sozusagen, ne, im UX-Design enger zu arbeiten. Ich würde noch weiter hinzufügen, wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich da auch glaube, dass SEO sich sehr, sehr viel stärker ins Produkt reinbewegen wird, weil am Ende des Tages von Inhouse-SEOs auch nichts anderes machen, als Konzepte zu erstellen, Research zu betreiben und zu versuchen, Konzepte auf die Seite zu bringen, wie zum Beispiel Landingpages, interne Verlinkungskonzepte, neue Main-Menus, eine Content-Struktur auf die Seite zu bringen, die halt dem User am Ende nützlicher sind, gerade im mobilen Zeitalter. Glaubst du denn, dass so Themen wie Voice Search tatsächlich noch wichtiger werden? Also wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich, dass jede Seite, die wirklich SEO optimiert ist, auch auf Voice Search optimiert ist. Denn der Trend geht ja ein bisschen weg von ich google nach einem Keyword, mehr hin zu ich google nach ganzen Sätzen, ich frage ganze Sätze. Das kommt wahrscheinlich auch aus der Voice Search, weil man eben zum Beispiel Siri einfach eine ganze Frage stellt. Und die Leute haben irgendwie gelernt, glaube ich, dass die Ergebnisse auch deutlich relevanter sind in der normalen Google-Suche, die gar nicht unbedingt mit Voice Search zu tun hat, wenn ich eine komplette Frage stelle. Das heißt, ja, ich glaube, wir optimieren alle schon dahin, ohne das vielleicht aktiv zu tun. Visual Search vielleicht ein Thema, was größer sein wird in Zukunft, auch mit dem Wachstum von Social Commerce? Doch, da gehe ich stark von aus. Ich glaube, dass das immer wichtiger sein wird. Ich glaube aber auch, dass hier Stichpunkt strukturierte Daten, dass man da auch längst schon drauf hinarbeiten. Letztendlich ja auch die Ambition jeder Suchmaschine ist, das darzustellen, was da ist und nicht eine technische Herausforderung zu stellen. Also ich denke, Visual kommt sehr.
über die Social Plattformen gerade. Aber auch da denke ich, wenn man durchgehend optimiert, ist man da auf der sicheren Seite. Ja. Ich danke euch sehr fürs Gespräch. Ich möchte einmal zusammenfassen, SEO ist kein Trend, weil es einfach eine Querschnittsdisziplin ist, die tief in die Unternehmensstruktur mit verankert sein sollte, weil sie halt wirklich in viele Bereiche einfach einen Impact haben. Daten, die wir produzieren, können Sales helfen, Sales-Kampagnen zu fahren, können Content helfen, Content besser auszusteuern nach Intent. Wir können aber auch auf Geschäftsführerebene sozusagen einen viel besseren Überblick über die Zukunft des Produkts und der Webseite gestalten. Es geht um User Experience, denn am Ende des Tages ist das, was wir generieren, nämlich Traffic über organische Webseiten, eigentlich nur das Nebenprodukt von dem, was wir eigentlich machen, nämlich für den User die Seiten zu verbessern, schnell den User auch zu dem zu bringen, was er gesucht hat und relevant zu seiner Suche. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, im Podcast dabei zu sein. Ihr vergesst bitte nicht, den SEO Presso Podcast auf Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet, zu abonnieren. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Habt noch einen schönen Abend. Ciao. Danke. Danke.